Willkommen zurück zu Ruckel Divorce. So. Hier müssen wir jetzt Kanonen abschießen, Geister töten. Wo sie schon tot sind und cheaten wie Sau, wie ihr seht. Das spürt ihr noch tagelang. Der ist nur unverwundbar da. Seht ihr das? Er ist nur unverwundbar. Er hat die ganze Zeit abgeblockt. Er hat keinen Schaden. Jetzt kriegt er Schaden. Nachdem ich halbe Leben verloren habe. Die ganze Zeit ist er unverwundbar. Das ist genauso wie Gegner, die stunnen. Das ist einfach nur unfair. Wenn ich Gegner haue, dann sollen sie auch Schaden kriegen. Ich bin es von jedem Rollenspiel gewohnt, dass das so ist. So. Rein da. Der Witz war gut. Ist das eine Scheißquest? Erfrischend. Platsch. Spürt die Wut. Tonk. Jetzt gibt es hier Mauerbogen. Wir beschleunigen das Ganze doch ein bisschen. Schmerz für Schmerz. Erfrischend. Das war übrigens das erste Mal, dass wir Schmerz für Schmerz ganz durchgehört haben. Meistens wurde es unterbrochen. Endlich, ich hab's geschafft. Ich muss immer noch jedes Mal lachen, wenn ich daran denke, wie die Geister versuchen haben, das Riesenloch zu stopfen, was ihr in ihre teure Wand gesprengt habt. Wir haben noch jede Menge Arbeit, aber ihr habt uns inspiriert, wieder eine Zeit lang durchzuhalten. Ja, sehr schön, dass ihr das gemacht habt. Ich bin begeistert. Ich glaube, jetzt habe ich das gesamte Gebiet hier unten durch. Mir fehlen noch zwei Wegpunkte, zwei Ausrufezeichen und zwei Kerzquetzen. Und eigentlich noch ein ziemlich großer Bereich von hier oben. Das fängt dann hier an, geht dann hier hoch. Und ich glaube, hier werden wir einen Teil vergessen haben. Hier oben wahrscheinlich auch noch. Aber hier oben bin ich mir gar nicht so sicher. Das kann schon das Ende sein, aber hier. Da wird wohl bestimmt noch irgendwas sein. Hier zum Beispiel, da ist ein Herz. Eine Sehenswürdigkeit blinkt da sogar auf. Und eine Wegmarke, also 1, 2, 3. Die gesamte Dreiergruppe. Aber das schon mal. Ansonsten ist dann nichts zu sehen von. Gut, das bedeutet, ich springe zur Ernterlichtung und gehe dann nach rechts runter. Für alle, die sich fragen, sage ich in der nächsten Folge.
Du musst nach rechts gehen. Ich frage mich auch immer. Also ja, ich wollte eigentlich was einleiten, aber das dann sehe ich auf die Uhr schon 5 Minuten verpasst und nee, das muss ich am Anfang eines Videos sagen. Kielins Rast entdeckt. Wenn ihr Kielins Rast auch so gut findet, dann lasst doch einen grünen Daumen dabei. Würde mich freuen. Mir reitet ein... Oh, ein Greif! Oh, ich will auch einen Greif haben. Greifen sind super. Wegschrein. Ne, Wegmarke. Wegmarke Teufelsbraten Wald entdeckt. Wir haben die Aufgabe, eine Straße von der Schwarzen Zitadelle zur Front zu schaffen. Stattdessen haben wir hier ein riesiges Problem. Im Wald spukt es und die Holzfäller haben Angst. Separatisten verstecken sich in den Hügeln und greifen uns immer wieder an. Und dann wäre da noch dieser riesige Wall, den die Menschen vor Jahrhunderten gebaut haben. Der muss auch weg. Aber die Geister der Menschen... wollen das verhindern. Tötet die Geisterspinnen und Schattenunholde, die Holzfälle angreifen. Helft den verirrten Geistern, zu ihren Körpern zurückzukehren. Ping! Wo ist denn dein Körpergeist? Nö, das ist eine Spinne. Das ist tatsächlich ein Spukschloss hier. Ich hatte recht. Gib mir Deckung. Alles klar. Worfmir heißt er. Ach. Okay, der Geist ist zu seinem Körper zurückgekehrt. Sein Körper instant tot. Jetzt habe ich ihn wiederbelebt. Das heißt, er lebt ja wieder. Krass. Also so einfach ist es, Leute wieder zu beleben. Leute müssen gar nicht mehr sterben. Die drauf verlassen ihren Körper, gehen dann 2 Schritte. Da werden sie von jemandem gefragt, der einfach vorbeigeht. Mit den Worten, kann ich dir helfen? Der sagt dann, ja, ich suche meinen Körper. Der da vorne zum Beispiel liegt da schon. Hilfst du mir, die Gegner zu besiegen? Dann sag ich, ja, natürlich. Ich renne dir hinterher. Und dann schon folgst du dem Geist. Dann besiegst du die Gegner. Der Geist fährt dann in seinen toten Körper, der nicht da ist. Der ist dann einfach mittlerweile dann verschwunden. Lässt seinen Körper also spawnen, geht in den Körper rein, du belebst ihn wieder und Profit! Du hast geschenkte Erfahrung und der hat einen lebenden Körper wieder. Gib mir Deckung. Spür die Wut! Du wurdest vergiftet, Geist. Lauf. Lauf. Ach, da, ja, da liegt sein toter Körper, genau. Er ist jetzt in den Körper gefahren, jetzt kann ich ihn wieder beleben. Was für eine Logik. Tod in dem Spiel heißt nicht tot. Erst wenn du durch ein Skript stirbst, dann bist du wirklich tot. Was sind das denn für kleine Lemminge hier? Jungs. Das sind alles Jungs. Können die Jungs reden? Wie schön. Morgen kriege ich meine erste richtige Kinder Waffe. Kommt, um hier bei mir zu spielen. Mein Tropf ist der Beste. Wir sind nicht süß. Wir sind wild. Gott, Bria. Geht das Event jetzt los, oder was? Ja, verstehe. Komm näher, mein kleiner Held. Ich hab was für dich. Ein Heldenpreis für besonders mutige Krieger. Ein Geschenk? Ich will eins. Was ist es?
Ein wertvoller Schild? Ja, ich will auch ein Geschenk. Ein Flammenschwert wie das von Tribun Brimstone? Noch viel, viel besser, meine Kleinen. Ich schütze euch, Kinder. Mut belohne ich euch. Tödliche Kombination. Die gefällt mir. Lauft nicht weg, Kinder. Kommt zurück und spielt mit mir. Für immer. Okay, sie nimmt Schaden. Sie nimmt ruckelig Schaden. Ja, keine Lust, sie geht einfach weg. Okay, Bria, du bist tot. Stirb. Das war nicht sehr nett. Jetzt muss ich vielleicht mit euch spielen. Macht die irgendwas? Wieso regeneriert die Leben? Du hast kein Leben regenerieren. Ich erlaub's dir nicht. Nein, Kevin. Mach mir keine Angst, Kevin. Ach, Bria, was hast du getan? Wieso regenerierst du Leben? Oh, das ist aber unfair. Oh, Leute, ich brauche mehr... Leute, ich brauche mehr Leute. Ich kann euch hier nicht alleine besiegen mit Fernkampf. Ja, hallo, ich will noch am Kampf teilnehmen. Hallo. Ja, gut. Lauf um dein Leben, Schlampe. Lauf, echt. Danke. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ich bin außerhalb der Kampfzone gelandet. Super, jetzt ist Bria tot, oder wie? Na, ja, sie lebt noch. Ich schätze, das sind genügend frische Seelen. Da bin ich eine Weile beschäftigt. Ja, die haben mich auch immer wieder weggeschickt. Wo sind die überhaupt? Was ist los? Ist sie weg? Weg? Meine Jungen sind weg. Ich will sie zurück. Bria, lasst die Kinder frei. Verdammt sie nicht für eure eigenen Zwecke. Aha. Kommt sie wieder raus mit der Schaufel. Die Kinder gehören jetzt mir. Versucht sie zu retten und ich verschlinge auch eure Seelen. Oh. Ich glaube, jetzt geht der Kampf erst richtig los. Na, ich gehe auf Fernkampf. Tötet diese Schattenkreatur, oder sie wird das Kind ewig quälen. Hä? Irgendwie war ich, bin ich gerade verwirrt. Du wirst ja auch wiederlebt. Du bist ein Skript. Geh weg. Hey, cool. Erfahrung. Ein Geist und Nekromant? Ich wusste nicht, dass es das gibt. Bria war keine gewöhnliche Nekromantin. Sogar Adelberts Fluch hielt sie nicht lange. Das Feinfeuer? Wenn sie ein Geist Askalons war, wird sie erneut erscheinen, oder? Ja. Und mit der Zeit erlangt sie ihre Stärke und Fähigkeiten wieder. Sogar als Geist. Na toll. Verschwinden wir, bevor das passiert. Ja, und verbietet euren Kindern, dass sie in diesem Wald spielen. Oh ja, war ja was. Ich konnte mal mitnehmen. Siehste, jetzt haben wir auch das Herz geschafft. Ihr habt euch wacker geschlagen gegen die Schattenhunde und die verlorenen Geister und ich wollte euch mit diesem Brief dafür danken. Es wird euch reicher und mächtiger machen, wenn ihr ihn liest. Mario, wir sind tatsächlich an einem und demselben Ort. Ein Wunder ist geschehen. Ein Wunder. Wisst ihr, was das Tolle ist? Ich muss auch in die Richtung. Ich nehme. Ich muss mich jetzt weiter nach Norden. An die Obsidianstrecke, da muss ich durch. Da gehe ich da lang und gehe hier hoch ans Herz.
Ich hätte auch können den anderen nehmen. Soll ich den anderen nehmen? Keine Ahnung. Nee. Wir gehen jetzt hier durch. Charles in einem Weg. Wenn ich es mir recht überlege, war der andere Weg eigentlich leichter. Und ja. Jetzt habe ich kein Bild von dem Zeug da. Naja. Mein Bild hiervon. Danke fürs Zusehen. So